Weltcup Nummer 4, Bella Italia. Wir sind in Val d'Isole und wir gehen gleich zur Anmeldung. Gestern hat es krass geregnet, das heißt, wir schauen uns heute mal die Strecke an. Vielleicht schlammig, wir werden sehen. Suns out, guns out. Val d'Isole Weltcup, noch scheint die Sonne und wir müssen jetzt 1 Million Tiefenmeter latschen. Ja. Und das Wetter? Ist gut, dreh dich mal um. Jetzt ist irgendwie, da machst du dich leicht oder an dem Stein danach, ich weiß nicht genau, du kommst dann genau hier in dieses Ding rein. Da, wo jetzt ja, genau, da so kommst du halt rein und hast du schön Druck auf dem Reifen, kannst gut anbremsen, fest. Nicht mehr genau an letztes Jahr, wo ich hier lang gefahren bin. Aber es ist eigentlich die gleiche Strecke, nur dass es irgendwie anders aussieht. Und deswegen werde ich wahrscheinlich im Training relativ viel gucken müssen. Aber im Moment ist alles so, nur den Streckenverlauf kenne ich, nur wo ich lang fahre, weiß ich ja nicht. Rein. Und dann fährst du quasi die erste Welle, gehst full committed in die zweite Welle, fährst hier oben raus, außen anfahren und dann innen durch. Oder so. Aber dann bist du halt unten zu weit innen und da hat er jetzt die Struggle. You okay? Sorry, I don't know. Alright? Can you put it away? Oi. Sorry. Need a hat? Get the bike. Well, in Tokyo, so secondo me, we're here. And down there is the doctor. Yeah.
glaube, mein Daumen ist gebrochen. Hm? Vielleicht der zweite auch. Vielleicht noch ein bisschen was. Ich bin dann mal raus. Ja. Beide Daumen bitte einmal zum Röntgen. Der ist auf jeden Fall schon ziemlich dick und blau. Bei dem glaube ich fast nicht, dass er gebrochen ist. Aber ich habe hier so ein Skidown-Bandapparat. Gut, und der Nagel hat ein bisschen was abbekommen. Das ist bei dir nichts Neues. Aber der könnte tatsächlich gebrochen sein. Hier ist auch ein bisschen, wenn man es sieht. Ja. Ja, wir gehen jetzt aus dem Krankenhaus raus, ohne Behandlung, weil die Notaufnahme leicht überfordert war. Und wir fahren jetzt nach Trostberg. Ich habe schon meinen Arzt des Vertrauens angerufen. Und der meldet mich im Krankenhaus an. Dann kriege ich da erste Reihe Startplatz. Und das heißt, wir fahren jetzt nochmal 4,5 Stunden heim. Und dann geht's weiter. Einen Daumen hoch für die Klinik in Trostberg, einen Daumen runter für die Klinik in Vallisole. Ja, ich habe zwei Daumen verbunden, einer ist gebrochen, der andere nicht. Und jetzt müssen wir beobachten, ob der Bruch gerade bleibt, die Gelenkfläche, weil sonst hätte ich ein Problem, da müssen wir operieren. Aber im Moment schaut es gut aus, also erstmal nur stillgelegt und gebrochen, also normale Prozedur, 4 bis 6 Wochen. Wir fahren jetzt heim, weil wir Hunger haben, wie Schwein. Over and out. Tschüss, ich hoffe, es hat gefallen. Vallisole, wir sind wieder im verregelten Bayern. Tschüss.